Hallo, grüßt euch. Heute geht es darum, was ich vor dem Freeletics-Training und nach dem Freeletics-Training zu mir nehme. Und wir beginnen einfach mit dem Pre-Workout-Snack. Und das ist bei mir öfter einfach nur ein Apfel. Ein Apfel gibt einen Haufen Energie durch die einfachen Kohlenhydrate, die drin sind. Ist aber auch eine Vitaminbombe, gibt sehr, sehr viele Mineralien. Und wird von einigen sogar vielleicht als das gesündeste Essen auf der ganzen Welt bezeichnet. Also eine halbe Stunde vor dem Training einfach einen Apfel zu euch nehmen. Und wer auf jeden Fall aus ist auf neue Personal Bestleistung, der trinkt auch noch einen Kaffee dazu. Und dann habt ihr mehr als genug Energie, um richtig durchzustarten. Was ich nach dem Training zu mir nehme, seht ihr nach dem kleinen Workout-Clip. Direkt nach dem Training gibt es meinen Power-Smoothie und zwar mixe ich mir hier direkt zum Beispiel Spinat, Bananen, Apfel, Feldsalat, ein bisschen veganes Proteinpulver, Zimt, vielleicht auch ein bisschen Sojamilch und das trinke ich direkt nach dem Training, also noch vor dem Duschen und ja, durch die einfachen Kohlenhydrate der Banane und zum Beispiel des Apfels geht dann das gute Eiweiß aus dem Spinat, Feldsalat und dem Proteinpulver direkt in die Muskeln. Ein ganz tolles Rezept, was zudem noch super schmeckt. Ich schreibe euch das Rezept direkt unten in die Beschreibung rein, also einfach die Beschreibung aufklappen und dann habt ihr das Rezept direkt da. Das als kleines Geheimtipp und als mein After-Workout-Shake. Mich würde interessieren, was ihr nach dem Training nehmt. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Christian Wenzel, nach unserem Training muss natürlich das Frühstück folgen. Und wir sind heute in einem Hotel, da gibt es ein Vital-Frühstücksbuffet. Und das gehen wir jetzt einfach mal durch.